Ja, willkommen zurück bei Borderlands 2 im True Vault Hunter Mode, im wahren Kammerjäger-Modus. Wir versuchen uns zumindest mal dran. Bis jetzt ist ja noch nichts spektakulär, weil wir einfach zu krass überlevelt sind. Das kommt aber durch diesen Kampf um Pandora DLC. Ich weiß nicht, wie lange mich das jetzt hier noch bei der Stange hält, weil wie gesagt, die 3 habe ich ja jetzt angefangen. Und die ist natürlich bedeutend geiler vom Loot, von alles, ne? Die triggert mich mehr. Und die triggert mich bestimmt auch mehr, dort diesen Modus zu spielen. Weil ich merke ja auch, dass man quasi in der 2 nicht so abgefucktes Zeug findet. Wenn, dann ist das mal sowas hier. Das ist schon das Krasseste, was du eigentlich hier findest. Ja. Behaupte ich jetzt zumindest mal nach unserer Spielzeit. Bei der 3 ist es ja so, du wirst ja zugeschmissen mit immer abgedrehteren Zeug und mehr Varianzen darunter, wo du auch durch die verschiedenen Gegenstände wirklich Builds alleine pushen kannst. Das hast du hier begrenzt, sag ich mal. Ne, also das Krasseste, was du findest, sind zum Beispiel diese Granaten oder so ein Gewehr hier. Na, mehr kommt da nicht. Das ist ein bisschen schade, aber meine Güte, das Spiel ist ja natürlich auch älter. Komm, wir verkaufen wieder alles. Wir wollen natürlich unser Geld wieder haben, was wir so jämmerlich verloren haben. In diesen blöden Passagen. Von dem Tiny Tina DLC. Jetzt muss ich wieder hier rüberfahren. Das ist wieder nicht, wo der Boost war. Naja. Hier gibt's Medikits und Schilde. Stufe 33 Dinger. Das ist doch nix. Wir versuchen nicht zu sterben. Aber wir haben unser Regenbogenauto. Richtig cool. Ja, ich weiß wieder nicht, wo der Boost war. Nein. Ach, ich werde mir das nie merken, weil ich ja meistens nie Autos nehme. Da muss ich jetzt rumprobieren. Aha. Hilfe. Boah, Alter. Aber hübschst. Einfach tot gefahren. Oh, guck mal, immer noch Ränge. Wieder 10 Battles haben, als wenn wir nicht hoch genug sind. Einmal den Mutti. Boah, das war stylisch. Sagen, dass ihr euch wegen dieser Erdbeben nicht die hübschen Köpfchen zerbrechen braucht. Mit jeder Erschütterung kommen meine Bohrer der Kammer näher. Und das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns alle. Außer für euch Arschgesichter in Sanctuary. Ist aber ungenau. Nix da, mein Freund. Ja, den Kugeln kannst du nicht ausweichen, du Blödmann. Okay. Friss mal Mutti. Ihr fresst jetzt Mutti. Schatz, den Energiekern aufgejagt und die Brücke gesprengt.
Hey! Mist, wir sind ohnehin schon dünn gestreut. Finde ihn, Soldat. Wir zerlegen ja alle Gegner. Stufe 36. Das ist aber schön. Der ist nochmal gehüpft. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir ein Sanctuary an Automaten, mal bessere Waffen oder so, ich weiß es nicht. Wie viel Iridium haben wir? 202, das ist doch ganz nett. Token haben wir noch nicht. Wer ist Rang 14.000? Was ist hier los? Na komm. Den boxe ich jetzt. Verdammte Bratscheiße, es sind zu viele. Wenn mich jemand hört, ich brauche Hilfe. Du bist Skagfraß, Penner. Ich box dich. Komm, wir nehmen mal wieder unsere lieblingsüberpowerte Waffe. Die legendäre. Ich habe euch schon mal gesagt, das ist unfair. Vergib mir meine Hitpoints zurück, was? Zeit für Robi, weil die nervt. Der nervt einfach. So, wo ist denn der? Hm? Noch einer. Junge! Na, Kammerjäger. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel Action wert bin. Einer dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Ohne ihn ist Sanctuary wehrlos. Bring den Energiekern nach Sanctuary. Ich werde erst einmal pennen. Weckt mich. Reese ist tot? Verdammt, er war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Und er war ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hat's so gewollt. Wie es aussieht, hast du einen Gebetswegpunkt. Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Durchsuch das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Minikarte markiert ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Das hat man alles schon mal im ersten Schwierigkeitsgrad. Und Claptrap, dein Gequatsche will ich gar nicht hören, ich hab dir wirklich zugehört. Na komm, wir verkaufen ein bisschen was. Gut, Zeit zu snipen. Zeit zu snipen. Das Lager schon wieder. Da ist ja auf jeden Fall eine Truhe versteckt. Wo wir mal die Chance haben, vielleicht was zu finden. So. Und zack. Los geht's. Okay. Na komm, stürmen wir in der besten Rambo-Manier hier rein. Obi! Immer noch Stufe 35, das ist doch scheiße. Wir kriegen ja keine Erfahrung. Ich boxe dich doch einfach. Danke für den Energiekern. Das ist der Energiekern. Sehr gut. Jack wird Sanctuary zumindest heute nicht zerstören. Geh jetzt zurück zur Stadt. Wir treffen uns dort. Willkommen bei den Crimson Raiders. Ah, Mist. Ich werde angegriffen.
Aridium. Kreuzaugen. Hallo, bitteschön. Aridium. Hätte sich gefreut, wie schnell du diese Bloodshots ausgezupft hast. So. Zur Looter-Truhe holen wir jetzt hin. Und zwar hier. Oh ja, ich brauche eigentlich mindestens einmal Korrosion, ne? Ich nehme sie mal mit. Die verkaufen wir. Na gut. Radium. Nee. So, dann flitzen wir mal zum Auto und dann können wir ja, glaube ich, noch Sanctuary. Sanctuary. Mal wieder. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange mich das jetzt hier bei der 2 noch bei der Stange hält. Reicht ja auch irgendwann. Das kann man dann so ohne Aufnahme immer mal ein bisschen datteln, wenn man seinen Charakter halt maximieren will. Mal gucken. Wir kriegen ja nicht mal Erfahrung, das ist ja nichts. Sieht sich jetzt ein bisschen sehr krass im Moment. Na, mal gucken, vielleicht sind die Gegner dann im nächsten Bereich, ne, nächste Karte, schon ein bisschen stärker. Vielleicht sind sie dann mal Stufe 37. Wow. Aber das kommt definitiv durch das Kampf um Pandora DLC, gehe ich davon aus, dass du da einfach deinen Charakter selbst nach der Hauptkampagne nochmal krass pushen kannst. Weil dort waren die Gegner ja nur hoch. Stufe 40, 42. Oder? So im Schnitt Stufe 40 waren die. Da konnten wir ja schön leveln noch. Dies ist eine Botschaft an Sanctuary, der letzten Person des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulasst, wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Ergebt euch einfach und ich verspreche euch, euer Tod wird schnell sein. Jack? Hallo? Hat dir meine Rede gefallen? Nö. Im letzten Teil habe ich übrigens gelogen. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu Tode zu quälen. Und ich werde jede Sekunde genießen, denn ich sollte nicht zu viel verraten. Ich habe ein kleines Geheimnis, das du nicht hören musst. Das würde dich nur verwirren. Ciao. Ich habe euch schon mal gesagt, behaltet euer Smegma bei euch. Das ist ja ekelhaft. Jawohl. Ich feiere das immer noch. Ist schon krass. Ja,
erinnert mich an diesen Weltenzerstörer von dem Superman-Film. Ein bisschen. Das war da auch so ein Ding, ne? Das 100 mal größer, gefühlt. So, die ignorieren wir jetzt mal hier. Gucken wir mal so ein bisschen außen rum. Billiggegner. Roland, bist du das? Ach, der Kammerjäger. Komm rein, schnell. Rolands Echo-Kommunikator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe. Ja. Da gibt's keine warmen Worte. Ihr habt's versucht. Das war euer Ende. So. Komm, jetzt mach hin. Jetzt kommt wieder nur Gequatsch. Mensch. Hast es nach Banditen City geschafft, was? Ausgezeichnet. Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche... Du bist der, von dem Commander Roland gesprochen hat. Derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe, aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Ich will da einfach nur leveln und looten. Ich kenne die ganze Scheiße doch schon. So, jetzt schießt der wieder. Was kriegt man hier? Nix. Nehmt das, was mehr Geld bringt. Das wäre das. Chesaf, steh gefälligst gerade! Ein Kammerjäger ist unterwegs zu dir! Ja, Jack. Ich hab dich schon mal getötet. Ja, dann mach. Mach, 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 mach. Ich will die Automaten gucken. Mach hin. Hello. Das Tor ist noch nicht mal nicht offen. Reingehüpft. Du kannst uns helfen. Nein. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Nö. Und ich wieder der. Ich meine, Mist. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Nein. Ich will ja an die Automaten gucken. Ich will eure Babys fressen. Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Ah, Evil Dead. Als in der Wildnis. Die behalten wir. Nee, jetzt habe ich die falsche verkauft. Ach, ist egal. Das ist halt auch bei der 2 noch so nervig, ne? Ist egal. Ja. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. Das ist alles nix. Wann kommt denn hier mal wieder besseres Zeug und stärkere Gegner? Gar nicht. Erst wenn du beim Jack wieder bist, oder was? Wollen wir aus Spaß mal in einen anderen DLC reingucken? Weil da sind die dann bestimmt Stufe 6 oder so, ne? Das sehe ich schon kommen. Ist ja dann auch Quatsch. Kann ich das überspringen? Oh, Kacke! Du nee. Bist von Hyperion? Ich habe gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll! Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würden, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! Ja, du bist jetzt auch Scooter. Ich war so froh, wo du verreckt bist. Da hängt mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants. Du bist kein Hyperion-Roboter. Du bist ein Kammerjäger. Das ist sowas wie ein Einhorn. Weißt du, was ein Einhorn ist? Deine Mutter. Die ist wirklich ein Einhorn. Die goldene Moxie. Hilfst du uns bei der Sache mit Roland? Ja, ja. Ich hab gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte,
Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Ah, gib mal her. Danke. Danke. Ich will doch nur rumballern, Mensch. Halt. Waren das hier oben? Oder? Ja. Okay. Gehen wir ins Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen und ja. Triebwerkszünder an. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ritrock gegeben habe. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist meine verrückt. Ist er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ach, stell dich nicht so an. Den ganzen Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Banditen von Sanctuary. Wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Hier brauchen wir nichts mehr ändern, da ist auch nur Müll drin. Was ist denn, wenn man jetzt hier alles maximiert hätte und kann nichts mehr kaufen? Dann kannst du die Quest nicht mehr machen, oder wie sehe ich das? Ach so, muss die Dinger was ändern. Oder? Wie ist denn das? Wie wäre das? Hätte ich ja auch noch machen können. Ihr wisst ja, dass ich eine Iridium-Farmstelle kenne. Ich innerhalb von. Dann habe ich innerhalb von einer halben Stunde 500 Iridium. Falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Liegt dir quasi im Blut? Blut. Du weißt ja, Sanctuary war mal ein altes Bergbauschiff, klar? Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab! Oder auch nicht. Müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Okay, das Problem, was ich gerade so überlegt habe, hat sich gelöst. Weil es gäbe ja wirklich die Möglichkeit, dass man das maximiert hat. Kann nichts mehr kaufen mit Iridium, dann könntest du die Quest sonst nicht abschließen. Du hast quasi schon im Inventar die dritte. Markus sagt, wenn ich nicht läche, lässt er mich mein eigenes Bein auffressen. Die sind die Besten. So. Mit dir zusammen sind die Crimson Raiders nicht aufzuhalten. Naja, bla bla bla. Oh nö, jetzt kommt wieder die blöde Tennis. Hallo. Öffnen nicht möglich. Ja, dann höre ich mir den Quatsch mal an. Belohnung. Müll verkaufe ich. Hey Soldat, wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, den ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst... Hier spricht der Firehawk. Komm zum Frostburn Canyon oder Leute werden sterben. Der Firehawk? Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Ja, ich bin aber immer Roland der Einzige. Ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Ja, dann gehen wir mal in das neue Level und dann hoffe ich, dass wir endlich wieder ein bisschen... Ich will nur durchkommen. Und ich will nur Erfahrung und besseren Loot. Ja, aber ich merke schon, dass es mich nicht mehr reizt, jetzt die zwei. Was soll denn da noch groß kommen? Das Schild geht noch ein bisschen höher, abgefucktere Waffen wie das, was wir haben, werden wir nicht mehr finden, auch Granaten nicht. Ich glaube, dass ich lasse die Playlist dann bestimmt, jetzt vom Gefühl, dann so langsam auslaufen. Wir sind dann schon bei über 90 Folgen. Also, das ist schon eine Nummer. Komm.
ist schon eine Ansage. Wir haben es auch schön tapfer durchgezogen. Boston Canyon. Ach, der war da hinten. Warten wir. Och, schön wird er das. Na gut. So, und jetzt kommen ja diese Feuerviecher. Dann nehmen wir gleich mal unsere... Nur die hier ran. Vielleicht sind die ein bisschen stärker jetzt. Können wir mal. Ich hoffe ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in den ersten Schwierigkeitsgrad zurückgehen würde, dass meine Wegpunkte und alles trotzdem freigeschaltet sind. Nicht, dass du alles nochmal spielen müsstest. Dann habe ich gar keinen Nerv mehr auf das Spiel. Weil ich will ab und zu an schon zurück mich am Bossen probieren, wie stark man geworden ist. 35. Kannst du doch vergessen. Robi rein. Das darfst du machen, mein Guter. Gut, gucken wir mal. Ich werde überleben. Du nicht. Meinst du? Okay. Dann nützt nur eure Resistenz nichts. Ja. Hat sich schon erledigt. So. Ja, jetzt bin ich gespannt. Der Feuerhawk muss hier irgendwo sein. Sei auf der Hut. Außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Feuerhawk. Trotzdem, wenn ihn jemand besiegen kann, dann du. Seltsam. Der Bloodshot-Banditen-Clan scheint das Versteck des Feuerhawks anzugreifen. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Feuerhawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Komm schon, Stufe 37 Waffen. Na gut, das müsstest du jetzt hier ein bisschen durchziehen, gell? Gib auf die Acht. Halt dich raus, Kammerjäger. Das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk. Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen. Tja, das war ein bisschen überdeutlich. Na komm her. Naja, so richtig Erfahrung kriegt man hier auch noch nicht. Welche Stufe sind die so? Naja, komm. Ja, dann da an. Mal sehen, wie groß eure Resistenz euch da noch nützt, bei so viel Schaden. Nicht viel. Seht ihr das mal an? Das sind selbst die fast tot und die sind gegen Feuer resistent. Hier Erfahrung für so einen super mega fetten. Also, das ist doch scheiße. Da boxe ich die doch eher tot. Seht ihr das mal an? Ja, schlimm. Aber ich kann ja mal was gucken. Unsere Items sind... Das Ähnliche ist ein Sniper, die wir vielleicht noch gut finden können.
Das andere. Ja, komm. Ja. Die Truhe holen wir uns natürlich. Raketenwerfer, natürlich. Warum muss es denn immer ein Raketenwerfer sein? Aber wisst ihr was? Das machen wir jetzt einmal. Wir spielen doch sonst nie mit den Dingern. Komm. Jetzt machen wir mal richtig Knallbumm. Aber von hier oben natürlich. Weil die dann schön alle aus... Schön sonst Raketen. Ach siehste, ich wollte gerne die Raketen halt mit dem Iridium jetzt noch erhöhen. Vielleicht kann man ja dann doch mal ein bisschen mit Raketenwerfer spielen. Nehmen wir erstmal alles mit hier. Ja. Mal gucken, wie stark so ein Raketenwerfer. Ja. Ja, ja. Nicht wirklich. Och Mensch, dann box ich dich halt. Boxe Gott dich! Blöd, Mann. Bist du an meinem Nachladen verreckt? Na komm. Die immer abhauen dann, ne? Und auf alle anderen Gegner gehen, außer auf dich. Naja, gut. Keinen Schaden. Das soll ein Raketenwerfer sein. Was ist denn mit euch? So ein Quatsch, Alter. Das ist nix. Gib mir mal bitte meine Sniper wieder. Danke. Naja, das glaube ich zwar nicht, aber okay. Bitteschön, dann nützt ja auch deine Resistenz nichts. Hallo, bitteschön. Jetzt auf den hier Resistenz nicht, gell? War ja nicht ohne eine Zaubertruhe versteckt hier oben. Komm, hier erstmal Gegner. Tschüss.
So, wo warten wir die Zaubertruhe? War das ein besseres Schild? Ich glaube es zwar nicht. Aber wir können ja mal gucken. Natürlich. Ach man, kann man ja nicht irgendwie durchrushen ohne Story, dass man selber in die Gebiete geht und sich versucht. Die Story kennt man ja schon in diesen Nerv. Das sieht sich gerade so. Mensch. Nimm's doch mit. War denn hier eine Zaubertruhe? Hier drüben? Ich dachte, hier war irgendwo eine Zaubertruhe. Ich weiß es nicht mehr. Hm. Muni mitnehmen. Jetzt kommt die Spider-Ants. Das ist ungewöhnlich. Der Firehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert. Aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeladen. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. Weiter so, Bloodshots! Dieses dämonische Ding wird den Tag bereuen, an dem es sich mit uns anlegte. Warum? Was sei das für Gefühl? Ganz probiert. Ja, lächerlich, eine Stufe 35. So. Jetzt kommt doch dieser möchte gern Badass Psycho, den wir jetzt auch mit den Granaten einfach killen. Naja. Das wird aber jetzt auch eine Herausforderung. Damit. Ein Quatsch! Man beballert sich ja gegenseitig. Hör auf damit! Wir haben auch die Welt noch nicht gesehen. Ein Quatsch! Ja, darf schießen und ich nicht, oder was? Du denkst, der Firehawk hat Roland, was? Ich hörte, der Firehawk saß flüssig bei die Fleisch-Smoothies. Aber nein, bestimmt geht es deinem Kumpel Roland gut. Naja, wenn Roland gar nicht. Na, dann gucken wir mal. Bad ist. Nicht wirklich. Nein. Doch. Ja, du kriegst hier nicht mal Erfahrung. Das ist halt scheiße. Wir müssen jetzt hier ein bisschen durchwaschen. Erstmal. Bis sich das wieder lohnt. Dürfte ich was erklären? Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube, du verdienst einen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterbt und ich nicht kaputt lache. 5 Erfahrung. Das ist so ein Blödsinn. Wo ist denn das komische Baby? Ja. Elite, du warst keine Elite. Was war denn das jetzt? Das ist doch nichts.
blöde Baby hier zerschmieren. Centurio, du bist kein Centurio. Du bist nix. Seid alle nix, solange ihr hier unter Stufe 40 seid. Ohne Mist jetzt mal. Death High Bullets. Oh Gott, das zieht sich doch hier auch nochmal. Aber hier unten ist eine Zaubertruhe, das weiß ich. Das tut mir aber leid. Nein, tut's nicht. Hättest du wohl gerne. Komm, wir rennen jetzt hier durch. Obi ran. Teufel mit dem ersten Gesetz! Meine Güte, was war denn das jetzt? Blödes Fass. Einfach zerstört. Einfach so. Ah, ist schon cool, wenn man dann so mächtig ist, gell? Zum Spiel. Ja, zum Angriff. Deine Mutter bläst zum Angriff. Hier, friss mal Scheiße. Das möchte gern erstmal wegboxen hier. Kriegt im Wissenschafts- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Du bist kein Badass. Ja? Siehst du? Genau so. Da. Problem gelöst. So, die Zaubertruhe hole ich mir natürlich. Ja. Ja. Und Eridium. Hallo. Das kann doch nicht wahr sein. Du findest ja gar nichts mehr. Naja. Also wir müssen mindestens noch in die nächste Karte spielen. Dann ist es so Items Stufe 38. Also unseres aktuelles. Von den Items. Das ist ja auch das Komische an dem Spiel. Die Gegner sind übelst hoch. Und du findest Items, die sind viel niedriger. Kenn ich so nicht von anderen Rollenspielen. Man sollte auch mal Gegenstände finden, die über deinem Level sind. Oder? Damit du sie dann gleich verwenden kannst. So ein Quatsch. Gut. Den Firehawk machen wir in der nächsten Runde. Wir sind bei 43 Minuten. Ich will das nicht mal so extrem in der Länge ziehen. Und dann hoffe ich, dass wir dann endlich Erfahrung und bessere Items nochmal kriegen. Wenn sich das dann nochmal streckt über eine Mission, dann breche ich das Let's Play ja ab. Und kümmere mich lieber um Borderlands 3. Ja? Alles klar. Es.